Trotz Blockbustern wie The Last of Us Part II, dem Resident Evil 2 Remake oder Spider-Man gehörte Sucker Punch's Ghost of Tsushima zu den Highlights von Sony's E3-Pressekonferenz. Der Titel setzt einen aktuellen Videospieltrend fort. Er spielt im historischen Japan. Dennoch soll sich das Action-RPG der Infamous-Macher von der durchaus namhaften Konkurrenz abheben. Ghost of Tsushima ist eine Geschichte von Schlamm, Blut und Stahl. So fasst es Animation Director Billy Harper zusammen. Der im Japan des 13. Jahrhunderts angesiedelte Titel ist dabei vollkommen frei von Fantasy-Elementen. Im Gegensatz zu Sekiro, Shadows Die Twice, dem neuen Spiel von From Software, werdet ihr hier also nicht mit riesigen Schlangen, Ogern oder Hexen konfrontiert. Stattdessen soll das Spiel eine ernsthafte Kriegsgeschichte erzählen. Die Mongolen fallen in Japan ein und ziehen mordend und brandschatzend durchs Land. Inmitten dieser Kriegswirren übernehmt ihr die Rolle des Samurai Jin Sakai. Was diesen antreibt, sich den Mongolenhorden entgegenzustellen, möchte Sucker Punch noch nicht verraten. Allerdings erklärten sie, dass ihr während eurer Reise mit Jin auf viele verschiedene Charaktere treffen werdet, die allesamt auf ihre eigene Art und Weise mit dem Krieg umgehen und eigene Motivationen haben, diese aber auch oftmals nicht preisgeben wollen. Obwohl auch Ghost of Tsushima, wie die Infamous-Teile, in einer Open World spielt, steht die Story im Fokus der Entwickler. Die Geschichte von Jin ist zwar rein fiktiv, basiert aber auf den realen Ereignissen der Mongolen-Invasion. So wirkt seine Odyssee durch das vom Krieg erschütternde Land noch düsterer und ernster. Auch die wunderschöne Natur Japans spielt eine große Rolle dabei, die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. Die Entwickler arbeiteten laut eigener Aussage viel mit Kontrasten. Wenn man etwa auf einen Hügel steigt und sieht, wie die Sonne hinter den Feldern verschwindet, ist das ein grandioser Anblick. Schaut man jedoch ein paar Meter nach links, liegen dort entstellte Leichen in getrockneten Blutlachen. Für die passende Inszenierung hat Sucker Punch viel an japanischer Geschichte recherchiert. Zweimal war das Studio zudem für längere Zeit vor Ort, um sich inspirieren und Ghost of Tsushima so authentisch wie möglich wirken zu lassen. Betrachtet man die Katana-Kämpfe, lassen sich auch Einflüsse von Filmen wie Die Sieben Samurai entdecken. Besonders beeindruckend ist allerdings der Umfang des Action-RPG. Die uns gezeigte Demo war nur eine Nebenquest des Spiels. Das untermauert Sucker Punchs Ambitionen auf einen extrem storylastigen Titel. Aber auch das Kampfsystem weiß zu überzeugen. Wer die Infamous-Teile gespielt hat, wird bei näherer Betrachtung von Ghost of Tsushima kaum glauben, dass beide Spiele vom selben Entwickler stammen. War Infamous noch hektisch, chaotisch und durchweg actionreich, agiert Jin Sakai eher ruhig. Es scheint, als bewege sich der stoische Samurai nur, wenn es absolut nötig ist. In der Demo sehen wir sogar, wie Sakai einen heranstürmenden Mongolen mit nur einem Streich seines Katanas beseitigt. Ein spezieller Skill, der sich wohl beim Charakterfortschritt erwerben lässt und gutes Timing voraussetzt. Meistens umkreisen sich die Kontrahenten jedoch nur, um dann blitzartig zuzustoßen. Das schafft eine gewisse Grundspannung, die suggeriert, dass jede Bewegung die letzte sein könnte. Laut den Entwicklern wird es einen normalen Block geben, der sich alleine mit einer Taste ausführen lässt. Aber auch aktives und genaueres Parieren, indem man die Haltung des Katanas ändert, soll möglich sein. Neben Jins Katana soll es auch noch ein paar andere Waffen geben. Doch das Schwert des Samurai wird ganz klar den Kern des Kampfsystems in Ghost of Tsushima darstellen. Auch zum Thema Technik gab es noch ein paar Informationen. Laut eigener Aussagen ist man bei Sucker Punch nämlich besonders stolz darauf, wie unglaublich gut Ghost of Tsushima aussieht und wie es ihnen gelungen ist, das Japan des 13. Jahrhunderts in ein Spiel zu bringen. Der Titel setzt dabei auf eine überarbeitete Version der Engine, die schon in Infamous Second Son zum Einsatz kam. Kämpfe, Schlamm und herabfallende Blätter werden damit dynamisch berechnet. Das Blut spritzt je nach Schlag anders, der Matsch verfängt sich je nach Bewegung in Kleidung und Gesicht unseres Protagonisten. Zudem fiel uns während der Demo auf, dass jede Leiche auf dem Boden anders aussieht. Anders blutend und anders dreckig. Auch die Detailverliebtheit der Hintergrundaktion ist beachtlich. Während des Kampfes gegen eine Bogenschützin kann man dort nämlich schon eine heranstürmende Mongolenhorde ausmachen. Diese ist tatsächlich nur angerückt, weil Jin einen Gegner nicht schnell genug ausgeschaltet hat und dieser mit einem Kriegshorn noch Hilfe rufen konnte. Daraus lernen wir, egal wann Ghost of Tsushima letztendlich auch erscheint, der Typ mit dem Horn muss als erstes dran glauben. Der Release-Termin steht noch in den Sternen und selbst durften wir den Titel auch noch nicht spielen.
Dennoch ist Ghost of Tsushima bereits jetzt eines unserer Highlights der E3. Setting, Grafik und Kampfsystem haben uns wirklich gut angesprochen. Nur über ein paar zusätzliche Infos zu Protagonist Jin und dessen Motivation hätten wir uns noch gefreut. Deshalb hoffen wir, dass die Entwicklung gute Fortschritte macht und es schon bald Neues zu diesem interessanten Titel geben wird. Wie ist eure Meinung zu Ghost of Tsushima? Findet ihr das Setting im historischen Japan mittlerweile etwas abgenutzt? Oder habt ihr Bock auf fernöstliche Katana-Kämpfe? Schreibt es uns in die Kommentare. Für den ausführlichen Forscherartikel besucht uns auch gerne auf pcgames.de.